Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. 22 Tage hat Marie Lang auf Zucker verzichtet. Stattdessen gab es qualitativ hochwertige Proteine, gesunde Fette und gute Kohlenhydrate für die Kickbox-Weltmeisterin aus München. Ja, schließlich ging es auch um nichts weniger als die Titelverteidigung gegen die Schwedin Elna Nilsson. Die Stekos Fight Night wurde im Jahr 1998 von Ivan Steko gegründet. Seine Söhne, die Kickbox-Weltmeister Mladen und Pavlica, führten die Veranstaltung später weiter und bauten sie noch aus. Pavlica Steko war wie sein Bruder Mladen auch lange Zeit deutscher Nationaltrainer der WKA Kickbox-Nationalmannschaft. Inzwischen organisieren sie jährlich 4 bis 5 Kampfsportveranstaltungen in der Reihe Stekos Fight Night. Diese Veranstaltungen wurden bisher entweder im Rahmen der offiziellen WKA-Weltmeisterschaften WKA-WM 2011 in Karlsruhe ausgetragen oder sie finden als eigenständige Veranstaltungen in großen Hallen wie der Olympia-Eissporthalle in München statt. In Zukunft werden diese Kickbox-Veranstaltungen auch nach den Regularien des ISKA-Verbands ausgetragen. Die Hallen mit mehreren tausend Zuschauern sind meist ausverkauft. Ja, heute Abend in Ingolstadt zählt's. Wir drücken natürlich die Daumen. Am Donnerstag beginnt in Erlangen die 5. Jahreszeit. Die traditionsreiche Bergkirchweih. Schausteller, Marktleute und natürlich auch die Festwirte locken 12 Tage lang mit Fahrgeschäften, Schmankerlbuden und Bier. Erlangen steht also wieder ganz im Zeichen des Berges. Und der hat sich für sein 261. Mal ganz schön herausgeputzt. Ausnahmezustand in der Hugenottenstadt. So kennt man die Bergkirchweih. Zahlreiche neue Fahrgeschäfte sollen auch dieses Jahr am Berg für den richtigen Adrenalinkick sorgen. Ganz besonders freuen wir uns dieses Jahr, dass wir mit dem Konga eine Riesenschaukel haben mit einem Ausschwung von 45 Meter. Und wir gehen davon aus, dass wir hier einen richtigen Kracher für die Bergkirchweih haben. Viele stürmen aber auch in die 17 Keller und Festzelte. Dort fließt das Bergbier bekanntlich in Strömen. Dieses Jahr jedoch teilweise zu etwas höheren Preisen. Wer eine Maß will, muss dafür zwischen 8,50 Euro und 9 Euro lassen. Das Partyvolk links der T-Kreuzung, Familien und Fahrgeschäfte rechts davon und viel Organisation im Hintergrund. Damit auch alles reibungslos verläuft, ist viel Vorbereitung in Sachen Sicherheit notwendig. Neben Rettungsinseln und Fluchtwegbannern wird dieses Jahr auch in der Höhe gesichert. Und das sind jetzt diese Stabgitterzäune, so heißen die, die an den Geländern angebracht werden, an den bestehenden alten Geländern, damit das Aufsteigen auf die Geländer verhindert werden soll. Das war die Vorgabe, die wir bekommen haben. Trotz Veränderungen bleibt der Berg aber natürlich der Berg. Schließlich ist es eines der ältesten Bierfeste Deutschlands. Da verpflichtet die Tradition. Und auch die Besucher sollen nicht weniger werden. Letztes Jahr hat es über 1 Million auf die Keller gelockt. Das soll auch dieses Jahr klappen. Wenn ein Fernsehjournalist eine Ausstellung besucht, dann kann daraus ein Kinofilm werden. So geschehen in Pfaffenhofen, der Geburtsstadt von Markus Stampel. Der hat die Gräuel der Nazis anhand von echten Einzelschicksalen erst in einem Freilufttheaterstück inszeniert und dann noch einen Kinofilm daraus gemacht. Freitagabend war Premiere. Mein eigener Sohn hat mich nicht mehr erkannt. Hier kommt der neue Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen. Ich stelle fest, dass das parlamentarische System restlos beseitigt ist. Ein Freilufttheaterstück hatte Markus Stampfel in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen inszeniert. An Originalschauplätzen, an denen die Nazis einst ihr Unwesen getrieben haben. So authentisch wie möglich wollte er das Stück umsetzen, aus dem jetzt ein Kinofilm geworden ist. Und dann habe ich aber auch versucht, Authentizität dadurch zu schaffen, dass ich die Bürger der Stadt integriert habe. Zum Beispiel beim Thema Euthanasie, dass ich Rollstuhlfahrer, echte Rollstuhlfahrer hatte, die damals voll betroffen gewesen wären. Ne? Oder auch einen Geistlichen. Ich habe den Stadtpfarrer vom Pfaffenhofen gewinnen können, habe aber auch zum Beispiel bei dem Thema Zwangsarbeit Polen
gehabt und das war mir sehr, sehr wichtig. Ne? Bei der Filmpremiere im Cineradoplex waren viele der Laiendarsteller und Hobbyschauspieler aus Theatervereinen dabei. Schließlich spielt man nicht jeden Tag in einem Kinofilm mit. Einer der Darsteller hatte auch schon ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Titel: Pfaffenhofen unter dem Hakenkreuz. Dass daraus ein Film werden kann, hätte kaum jemand geglaubt. Weil vielleicht viele sich nicht vorstellen konnten, dass einem doch eher trockenen und nüchternen Sachbuch ein Theaterstück, ja sogar ein Film entstehen könnte. Und viele haben gesagt, ja, wie soll das gehen? Und zweitens muss man halt auch ehrlich sagen, sind nach und vor viele dem Thema gegenüber nicht mit so großer Begeisterung entgegengekommen. Ist nachvollziehbar. Das ist alles, was ich noch habe. Denn die dargestellte Handlung beruht auf historischen Tatsachen. Der Buchautor hatte jahrelang in Archiven geforscht, um einzelne Schicksale der Bürger von Pfaffenhofen während der NS-Herrschaft nachvollziehen zu können. Wir haben Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wir haben eine gewisse logistische Unterstützung gewährt, ideelle Unterstützung des Bürgermeisters, aber auch des gesamten Stadtrates. Und wir werden jetzt hier auch etliche Kopien des Werks dann am Schluss erwerben. Begleitet von einem Parteifunktionär. Befehl des Führers! Dieses Werk wurde ohne Budget produziert, deshalb setzt der Regisseur auf Symbolik. Die Nazis tragen in diesem Film keine Uniformen mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Trotzdem sind sie an ihrer Kleidung zu erkennen. Wir haben symbolische Klamotten genommen. Das Thema an sich ist ja nicht nur der Nationalsozialismus, sondern dieses Thema kommt immer wieder vor. Das kommt jetzt noch vor, es ist immer vorgekommen. Erster Weltkrieg und weiter vor. So, und jetzt haben wir gesagt, wir nehmen weiße Hemden. Die Leute, die da Täter waren, die Opfer waren, die sind alle tot. Die sind sozusagen bereinigt. Das Thema bleibt allerdings da. Ne, das, was sie getan haben, bleibt in der Stadt. Dafür sorgt auch dieses Denkmal von Thomas Neumeier. Es war Anlass für die Ausstellung, die Markus Stampfel zu seinem Film inspiriert hat. Ja, die Premiere von Markus Stampfel war übrigens ein voller Erfolg. Der Film soll jetzt auch in weiteren Kinos in Oberbayern angeboten werden. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da hier bei TV Bayern Live. Bleiben Sie bei uns. Echt Bayern, das neue Landmagazin lässt Sie Bayern entdecken. Auf den Wanderwegen Jean-Pouls durch Oberfranken. Bayern erleben, die besten Peonientipps für Beet und Vase. Bayern genießen, Bock auf Wild. Die kulinarische Saison beginnt jetzt mit Extra-Booklet der schönsten Bauernmärkte Bayerns. Ab sofort im Handel. AOK Bayern, Gesundheit in besten Händen. Oh je. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellness Hotel Das Kranzbach. Erlebe. Genieße. Spüre. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Immer samstags live informiert. TV Bayern Live. Keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL. Und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Die Kasse, die Steuereinnahmen 2016 gehen durch die Decke. Immer mehr Konsumenten und ein drastischer Anstieg der Todesfälle. Die Bundesregierung sagt den sogenannten Legal Highs den Kampf an. Und Coburg liefert in diesem Jahr den Weihnachtsbaum für das englische Königshaus. Und die Queen ist begeistert.
In diesem Jahr kann der Freistaat mit zusätzlichen Steuereinnahmen von 343 Millionen Euro rechnen. Das erwartet der bayerische Finanzminister Markus Söder, der außerdem ein Konzept zur Steuerentlastung ankündigt. Im nächsten Jahr soll das Plus noch deutlich höher ausfallen. Da hat der bayerische Finanzminister Markus Söder in der Tat allen Grund zur Freude. Denn dieses Jahr kann der Freistaat Bayern nach seinen Angaben nochmals mit steuerlichen Mehreinnahmen von 334 Millionen Euro rechnen. Insgesamt bedeutete das für das Jahr 2016 eine Rücklage von 3,7 Milliarden Euro. Klar ist, wenn der Bund einen positiven Trend hat, dann muss Bayern ihn erst recht haben. Denn Bayern selber ist Wirtschaftsmotor für Deutschland. Bayern bleibt weiter stark und robust und kann mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen. Trotz finanzieller Variablen will Markus Söder weiter das alte Ziel fokussieren und auch in den nächsten Jahren keine neuen Schulden anhäufen und dafür möglichst viele Altlasten begleichen. Die Bundesregierung will den sogenannten Legal Highs jetzt den Kampf ansagen. Am Mittwoch wurde ein entsprechender Gesetzentwurf zum Verbot der vermeintlich harmlosen Kräutermischung dem Bundeskabinett vorgelegt. Beim Landeskriminalamt in München begrüßt man diese Entwicklung. Experten warnen schon seit Jahren vor den unberechenbaren Folgen des Konsums, die bis hin zum Tod reichen. Sie sehen harmlos aus, wie eine Packung Brausepulver. Doch der Inhalt ist höchst gefährlich. Die sogenannten Legal Highs sind nichts anderes als Drogen. Wir sagen dazu neue psychoaktive Substanzen, weil der Begriff Legal High suggeriert, dass die Substanzen legal sind oder sogar ungefährlich. Und das trifft beides nicht zu. Also sie sind zwar zum Teil legal, aber sie sind höchst gefährlich und der Konsum endet immer öfter auch tödlich. Sigrid Kienle spricht von einer Verdoppelung der Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt auch, es gibt immer mehr Konsumenten. Die Bestellung der Kräutermischungen und Badesalze ist über das Internet kinderleicht. Lieferung per Post. Die Hersteller verändern die Zusammensetzung der Stoffe immer minimal, sodass die Drogen nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und damit legal sind. Doch damit ist vielleicht bald Schluss. Per Gesetz sollen erstmals ganze Stoffgruppen verboten werden. Das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Das bisherige Unterstellungsverfahren und das Betäubungsmittelgesetz dauert in jedem Fall zu lang. Und deswegen ist dieses neue psychoaktive Substanzengesetz, was im Referentenentwurf momentan vorliegt, so wichtig für uns. Derzeit ist es so, bis der Gesetzgeber diese spezielle Mischung verbietet, haben die Hersteller wieder eine neue Zusammensetzung. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Doch die konkrete Ausgestaltung dieses Verbots von Stoffgruppen ist schwierig. Schließlich arbeitet zum Beispiel auch die Pharmaindustrie damit. Deswegen muss man eben schauen, dass man die Stoffgruppeneingrenzung auf der einen Seite so eng fasst, dass die Industrie damit was anfangen kann, aber auf der anderen Seite für uns so weit fasst, dass wir möglichst alle gefährlichen Stoffe, die dem Konsumenten gefährlich werden können, auch drunter gefasst werden. Eine Designerdroge bequem übers Internet bestellt und per Post geliefert. Das LKA mahnt deswegen vor allem Eltern zur Wachsamkeit. Wenn Ihre Kinder öfter Postsendungen bekommen, die Ihnen unbekannt sind, bitte fragen Sie nach. Es könnten sich höchst gefährliche Stoffe für Ihre Kinder da drin verbergen. Am Mittwoch wurde der Gesetzentwurf zum Verbot der psychoaktiven Substanzen im Bundeskabinett beschlossen. Doch auch mit dem neuen Gesetz wird es nicht einfach, den Wettlauf zwischen Anbietern und Gesetzgeber endgültig zu beenden. Die Queen hat der Stadt Coburg einen Brief geschrieben. Der Inhalt? Eine Überraschung. Die Coburger liefern in diesem Jahr den Weihnachtsbaum für ihre Majestät. Ja, das Yes kommt nicht von ungefähr. Schließlich hat Coburg ja eine lange und auch eine sehr enge Verbindung mit dem englischen Königshaus. Bis heute sind die Spuren auch davon in Coburg zu erleben. Ein Stück Heimat für das englische Königshaus. Da sind die Coburger natürlich stolz drauf. Das dürfen sie auch, denn schließlich haben sie sich auch sehr darum bemüht. Zum 200-jährigen Jubiläum und Geburtstag von Albert, Prinz von Sachsen, Coburg und Gotha, hatte die Stadt Coburg die Idee, die alte Tradition wieder aufleben zu lassen und dem Königshaus einen Weihnachtsbaum anzubieten. Und die Queen war very amused. Es
Das war sehr overwhelming, wie man so sagt, formuliert. We thank you so much and it's a real thrill for us. Also es war sehr positiv geschrieben und wunderschön auch gestaltet, das Antwortschreiben. Die Frage ist natürlich, aus welchem Wald kommt der königliche Baum und wie soll er denn aussehen? Also den Baum gibt es auf jeden Fall schon im Kallenberger Forst. Er hat ja eine Mindestgröße von 13 Metern. Es ist jetzt so 13 bis 18 Meter vorgegeben. Die Kriterien sind eigentlich nur Schönheit. Ja, wir werden sicher eine kleine Delegation bilden, eine Vorauswahl durch mein Forstpersonal machen lassen im Forst und dann sicher hier mit einigen Personen wie Oberbürgermeisterin und verschiedenen Personen den Baum nachher aussuchen. Ich hoffe, es ist eine schöne Nordmann-Tanne. Die Verbindung zwischen Coburg und dem englischen Königshaus hat Geschichte. Sie geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha war damals nicht nur der Ehemann von Königin Victoria. Tatsächlich war er es, der die Tradition des Weihnachtsbaumes 1848 auf der Insel einführte. Und dieser Brauch hält bis heute. Natürlich wird der Baum auch geschmückt sein. Und die Dekoration für den Baum kommt von der Berufsschule Glas aus Lauscha. Und bei einem etwa 13 Meter hohen Baum müssen auch viele Christbaumkugeln geblasen werden. Es müssen mindestens 2000 Stück werden. Sollte der Baum noch größer werden, wie so ein bisschen angedacht, müssen es natürlich dann vielleicht auch 2500 Kugeln werden. Und das ist eine Menge Arbeit. Man braucht ungefähr für eine Kugel, wir haben es mal überschlagen, 5 Minuten zum Aufblasen. Dann muss er noch versilbert werden, kommt noch eine Öse ran. Das heißt, so 7 Minuten pro Kugel, wenn man das mal so ein bisschen hochrechnet, kommt man da so auf 170 Arbeitsstunden, die dafür notwendig sind. Vieles muss noch geklärt werden. Die Stadt Coburg jedenfalls hofft, dass der Baum pünktlich zum ersten Advent vor dem königlichen Palast stehen kann. Der Transport einer solchen Tanne ist eine Herausforderung. Wir haben geplant, vor dem ersten Advent aufzustellen, aber da muss man natürlich mit dem Household dort auch sprechen. Es gibt Logistikunternehmen, die solche Transporte schultern. Das ist nicht das Thema. Und aus dem Wald, der Prinz Hubertus hat es ja schon gesagt, ist auch der Schwerlastverkehr kein Thema. Er hat alles befestigt, weil es ist ein Forstbetrieb. Also ich denke, das schaffen wir. Da sind die Glaskugeln schon viel schwieriger, weil die müssen ja ordentlich verpackt werden. Ein Christbaum aus Deutschland war zur Zeit von Albert, Prinz von Sachsen, Coburg und Gotha übrigens einer der ersten deutschen Exporte. Eine Tradition für das britische Königshaus Made in Germany. Echt Bayern, das neue Landmagazin lässt Sie Bayern entdecken. Auf den Wanderwegen Jean-Pouls durch Oberfranken. Bayern erleben, die besten Peonientipps für Beet und Vase. Bayern genießen, Bock auf Wild. Die kulinarische Saison beginnt jetzt mit Extra-Booklet der schönsten Bauernmärkte Bayerns. Ab sofort im Handel. AOK Bayern, Gesundheit in besten Händen. Oje. Alles für Ihre Entspannung. AOK Gesundheitsprogramme. Einer von 16 Pluspunkten Ihrer AOK Bayern. Meine AOK kann das. Wechseln auch Sie zur Nummer 1 in Bayern. Es gibt einen magischen Ort. Am Fuß der Zugspitze. Wellness Hotel Das Kranzbach. Erlebe. Genieße. Spüre. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live. Immer samstags. Live informiert. TV Bayern Live. Keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL. Und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Die aktuellen Themen aus der bayerischen Wirtschaft haben wir jetzt für Sie zusammengefasst in unserem Wirtschaftsradar.
Die Themen heute: Integration von Flüchtlingen. Bildungsexperten präsentieren neues Gutachten. Und junge Asylbewerber bereiten sich auf ihre berufliche Zukunft vor. Um bleibeberechtigte Flüchtlinge erfolgreich zu integrieren, ist das Bildungssystem in einem besonderen Maße gefordert. Darauf machen jetzt Experten des Aktionsrats Bildung in München aufmerksam und präsentieren ein neues Gutachten mit vielen Handlungsempfehlungen. Wir schlagen vor, einen Masterplan des Bundes und der Länder zu entwickeln und vorzulegen, der von der frühkindlichen Erziehung bis hin zur Weiterbildung den gesamten Rahmen abdeckt dessen, was mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, passieren muss, damit sie eine reale Chance haben. Also beispielsweise die Kindergartenpflicht, die Frage der sehr, sehr frühen sprachlichen Integration, aber natürlich auch für die Älteren. Die Frage einer vielleicht verkürzten Berufsausbildung, damit die Menschen sehr schnell in ein Berufsverhältnis kommen können. Aus Erfahrungen mit bereits seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden Bürgern mit Migrationshintergrund leitete die Studie Erkenntnisse für die Integration von Flüchtlingen ab, nahm dabei allerdings auch Rücksicht auf die Situation von traumatisierten Menschen. Daher ist laut Gutachten auch die psychotherapeutische Unterstützung ein wichtiger Aspekt der Integration. Schnell zurechtkommen bisher Zuwanderer, die viele Gelegenheiten nutzen, um Deutsch zu sprechen. Wir sollten immer darauf achten, dass Kinder und Jugendliche möglichst viel in Kontakt kommen mit Kindern und Jugendlichen, die in unserem Land aufgewachsen sind. Das geht weiter am Arbeitsplatz. Wir müssen dafür sorgen, dass es wenig Segregation, möglichst Integration gibt. Das gilt auch für die Wohngebiete. Sowas wie Ghettobildungen sind kontraproduktiv, denn es geht darum, dass positive Nachbarschaftskontakte entstehen. Um Chancen von Ausländern zu verbessern, empfiehlt die Studie, Flüchtlinge künftig gleichmäßiger auf deutsche Bildungseinrichtungen zu verteilen. Denn die Qualität des Unterrichts lasse dramatisch nach, wenn mehr als 40% der Kinder schlecht Deutsch sprechen. Mit einem Gesamtkonzept, an das sich alle Bundesländer halten, könnte laut Gutachten die Integration durch Bildung gut gelingen. Was macht Sie gern? Lieber sprechen. Mitmachen, viel Deutsch sprechen und sich gegenseitig helfen. Der Unterricht im Oberbayerischen Berufsbildungswerk Waldwinkel kommt bei den jungen Flüchtlingen gut an. Vor allem, weil in kurzer Zeit große Fortschritte möglich sind. So wie bei Shahab aus Afghanistan und bei Mursal aus Somalia. Wir bekommen ganz gut Unterricht. Ich lerne hier normalerweise Deutsch. Also wir haben hier 5 Fächer, also Mathematik, Deutsch, PCB, Biologie und Chemie und Geschichte. Als ich nach Deutschland gekommen bin, da konnte ich kein Deutsch, aber jetzt schon. Insgesamt 64 junge Asylbewerber bereiten sich in 3 Klassen auf ihre berufliche Zukunft vor. Die Don Bosco-Einrichtung in Aschau am Inn kümmert sich auch um Unterkünfte für die überwiegend minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Die größte Herausforderung des Integrationsprojektes ist, alle Schüler fit für den bayerischen Arbeitsmarkt zu machen. Denn einige Flüchtlinge haben in ihrer Heimat nur kurz oder sogar noch nie eine Schule besucht. Wir sind in der Regel auch 2 Lehrer in der Klasse, sodass wir auch dann die Klasse teilen können, dass sozusagen die schwächeren Schüler, die eben noch zum Beispiel gar nicht alphabetisiert sind, dann in einem Extrakurs alphabetisiert werden, werden die anderen schon sozusagen langsam mit unter Umständen Bildern, aber auch schon mit ersten Wörtern an die Sprache herangeführt werden. Neben Sprachkursen und Unterricht in diversen Fächern wird hier auch viel für die berufliche Praxis getan. Die Bildungseinrichtung betreibt eigene Werkstätten und pflegt Kontakte zu Unternehmen der Region. Hier im Gelände lernen die bereits in unseren berufsvorbereitenden Werkstätten die Werkzeuge kennen, den Unfallschutz, die Hygienevorschriften und wissen auf diese Weise auch, warum lerne ich die Sprache und was nützt mir denn diese Sprache und diese Begriffe. 3 ehemalige Schüler der Integrationsklassen erlernen derzeit den Beruf des Schreiners. Eine berufliche Zukunft in Bayern will sich auch Shahab aufbauen. Im September beginnt seine Ausbildung zum Industriemechaniker im Maschinenbauunternehmen Netsch in Waldkraiburg. Bayern will die Fluchtursachen wirksamer bekämpfen. Künftig soll direkt vor Ort in Krisengebieten Unterstützung geboten werden. Deshalb reiste die Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen durch die europäischen Grenzstaaten, um passende Länder und auch Projekte zu erkunden. Insgesamt will Bayern 5 Länder unterstützen. Mein Kollege Maximilian von Rossek hat die Ministerin auf ihrer Reise nach Jordanien begleitet. Musik.
Das haschimitische Königreich Jordanien ist ein künstlich geschaffener Staat. Es grenzt unter anderem an Israel, Syrien, Irak, Saudi-Arabien und an das Rote Meer. Jordanien ist gastfreundlich. Es hilft den Anrainerstaaten in Krisen, nimmt seine Brüder auf, die vor dem Krieg flüchten. Waren es einst die Iraker, sind es heute die Syrer. Jordanien gilt als Dreh- und Angelpunkt sowohl für die westlichen als auch für die arabischen Länder. Hier funktioniert das System noch. Hier ist man sicher. Friedlich leben Jordanier neben Palästinensern, Irakern und Syrien. Die Grenzen sind geschlossen. Rein kommt man nur nach intensiver Prüfung. Aus Angst vor dem IS. Die Flüchtlingslager an den Rändern des Landes werden toleriert. Als Unterstützung gibt es statt Care-Paketen einen geringen Geldbetrag, mit dem man in einer Art Supermarkt einkaufen kann. Dennoch ist man weitestgehend auf sich selbst gestellt. Etwa 650.000 syrische Flüchtlinge sind registriert, unter ihnen etwa 50.000 Kinder. Nur 6 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt hat sich das Lager Satari etabliert, geführt von der UN-Flüchtlingshilfe. Die Familien leben in solchen Containern bei 13 Grad im Winter und bis zu 40 Grad im Sommer. Die Hilfsorganisationen bemühen sich, den Alltag so weit wie möglich zu erleichtern. Europaministerin Dr. Beate Merk ist gerührt von solchem Engagement. Ich bin absolut beeindruckt, was die Jordanier hier auf die Beine stellen, was sie für das Flüchtlingslager tun. Wir sehen im Moment überall Bauarbeiten. Überall werden Kanalisationen gebaut, damit die Menschen ihre Toiletten und ihre Badezimmer an ihren eigenen Wohnungen haben können. Und da wird dafür Sorge getragen, dass das Abwasser dann auch in eine Abwasseraufbereitungsanlage geleitet wird. Hier im Hilfszentrum von Pfarrer Khalil Jar sind christliche Flüchtlinge untergekommen. Seit vielen Monaten wohnen sie dicht an dicht. Wer es sich leisten kann, mietet ein Zimmer für die ganze Familie in der Stadt. Pfarrer Khalil Jar sorgt für sie, sorgt dafür, dass die Kinder geregelten Unterricht erhalten. Derzeit überdenkt man in der Bayerischen Staatskanzlei eine Patenschaft, sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Organisationen, etwa im Bereich Bildung oder ärztliche Versorgung. Und das ist mein Ziel, das deutlich zu machen. Deutlich zu machen, dass wir vor Ort unendlich viel helfen können. In diesem Fall auch deutlich zu machen, es sind Menschen, wenn wir ihnen nur eine Möglichkeit geben, ihren Kindern Startchancen mit auf den Weg zu geben, dann bleiben sie hier. Sie wollen nicht nach Europa, sie wollen hier bleiben, weil das doch sehr nah an der Heimat ist, weil sie schnellstmöglich in ihre Heimat zurückkehren wollen. Wir müssen ihnen helfen. Das ist mein Credo und dafür möchte ich arbeiten. Zielgerichtete Hilfe vor Ort. In Jordanien könnte dies eine echte Alternative zur Flüchtlingswanderung sein. Ja, und direkt nach ihrer Rückkehr hat Beate Merk bei uns im Studio vorbeigeschaut. Mein Kollege Uwe Brückner hat mit ihr ausführlich gesprochen. Ja, vielen Dank. Heute dazu eben frisch eingetroffen, hoher Besuch, Frau Dr. Beate Merk, bayerische Ministerin für Europaangelegenheiten. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Brückner, grüße Sie. Sie sind derzeit nicht ganz zu beneiden. Im Kabinett haben Sie wohl den schwierigsten Job, jede Woche in einem anderen Land. Sie kommen gerade eben seit 1,5 Stunden wieder zurück aus Jordanien. Was hat Sie dorthin geführt? Das muss ja ein sehr, sehr dichtes Programm gewesen sein, wie wir gesehen haben. Es waren 2 Gründe, weshalb ich da hingefahren bin. Das eine, dass wir uns Projekte anschauen, die wir von Bayern aus bezuschussen. Das sind Projekte, die der Fluchtursachenbekämpfung dienen. Und konkret bedeutet es, dass Flüchtlinge, die nach Jordanien geflohen sind, aus dem syrischen Bürgerkrieg, aber auch aus dem Irak, dass wir denen Unterstützung leisten. Die syrischen Flüchtlinge haben mir ganz klar zu verstehen gegeben, wir wollen in Jordanien bleiben. Wir haben keinerlei Interesse, nach Europa zu ziehen. Wir wollen dort bleiben, bis wir endlich wieder in unsere Heimat zurückkehren können. Ja, aber wie kannst... Allerdings sagen die, wir brauchen dann für unsere Kinder auch Chancen. Unser allerwichtigstes Thema ist, dass unsere Kinder keine verlorene Generation sind. Schulbildung. Ausbildung, das sind die ganz, ganz elementaren Themen. Und es sind Tausende von Kindern, die im Moment in Jordanien keine Schulbildung haben. Das ist also für die Eltern wirklich ein Thema, das ihnen auf den Nägeln brennt und wo sie Unterstützung brauchen. Es wird Ihnen ja nicht gerade leicht gemacht, wenn wenige 100 Kilometer nördlich ein Flüchtlingscamp bombardiert wird.
Das ist richtig. Und vor allen Dingen auch die Flüchtlingscamps in Jordanien sind ja teilweise, oder das wir besucht haben, Sattari, das ist 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Also man kann sich vorstellen, dass die Menschen dort zwar auf der einen Seite in Sicherheit sind, aber dass sie auf der anderen Seite auch mit großer Sorge in ihr Land schauen und alle Nachrichten, die von dort kommen, mit Besorgnis aufnehmen, dass eben es nicht zur Ruhe kommt und dass auch der Waffenstillstand, der vereinbart worden ist, nicht hält. Sie betreiben jetzt Ursachenbekämpfung in den Quellenländern. Ist es da nicht jetzt noch schwieriger geworden, dadurch, dass die Türkei möglicherweise wieder die Grenzen öffnet? Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil das, was wir in Jordanien jetzt machen und wo das Geld auch bereits bewilligt ist, also für die nächsten Projekte dann auch ausgezahlt wird, dieses Geld ist gut angelegt, haben wir festgestellt. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Wir müssen ja evaluieren, wir müssen ja überprüfen, wie gehen eigentlich die Organisationen mit diesen Geldern um. Schließlich sind es Steuergelder, die wir dort einsetzen. Und sind das auch tatsächlich die richtigen Projekte? Deswegen bin ich zum Punkt 1 hingefahren. Der zweite Punkt, den ich jetzt noch unterschlagen habe, ist der, dass wir im Juli eine Kabinettsklausur haben und der Ministerpräsident von allen seinen Ministern neue Projekte, neue Konzepte haben möchte, wie wir in die nächsten 2,5 Jahre Arbeit gehen wollen. Da habe ich vor, dass wir ein großes Konzept zur Fluchtursachenbekämpfung durch Bayern aufstellen. Und dafür ist es notwendig, dass ich in diesen Ländern herumreise, dass ich Gespräche führe mit den Organisationen, die dort den Flüchtlingen helfen, aber auch mit den Regierungen, mit den Staaten, um zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es für uns, um auszuloten, was ist notwendig und um letztlich auch zu sagen, in welche Länder gehen wir eigentlich. Und da haben wir 4 Eckpunkte rausgearbeitet. Zum einen, wir wollen uns auf wenige Länder konzentrieren. Ein Land ist gesetzt, das ist Tunesien, und dazu werden vielleicht 3, maximal 4 Länder noch kommen. Zum Zweiten muss das Geld, das uns zur Verfügung steht, bayerisches Geld, muss meines Erachtens deutlich aufgestockt werden. Sie müssen sich vorstellen, ich habe mal mit 300.000 Euro angefangen. Wir haben jetzt 2,3 Millionen zusätzlich bekommen, um Fluchtprojekte zu unterstützen, um den Menschen vor Ort zu helfen, eben um den Menschen ganz deutlich zu machen, wir haben sie nicht vergessen. Wir haben nicht vergessen, dass Flüchtlinge in anderen Ländern sind und dass andere Länder, die aufgenommen haben, natürlich große Schwierigkeiten haben, all die vielen Aufgaben zu erfüllen, die damit verbunden sind, dass Flüchtlinge im Land leben. Also verhindern, dass die Menschen von dort weiterziehen, sondern ihnen ermöglichen, dort bleiben zu können. Das ist aber ein schwieriges Unterfangen in Jordanien, einem Land, das zu den wasserärmsten Ländern der Welt gehört, gerade dort lebenswerte Verhältnisse zu schaffen oder überhaupt notwendige, überlebensfähige Verhältnisse zu schaffen. Sie haben unter anderem eine Schule besucht. Dort werden Klempnerinnen und Klempner ausgebildet. Max von Rossek, unser Kollege, hat sie ja begleitet. Er hat einen Filmbericht zusammengestellt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Jordanien gehört zu den wasserärmsten Ländern der Welt. Zwar leidet man hier nicht unter Wasserknappheit, jedoch ist dieses Gut limitiert. Zwischen 2 und 4 Mal im Monat werden die Rohre für 24 Stunden geflutet. So lange hat jeder Haushalt Zeit, seine Wasserreserven aufzufüllen. Die Rohrleitungen sind aber häufig marode. Bis zu 52% Wasser gehen so verloren. Deshalb haben vor knapp 1,5 Jahren nichtstaatliche Organisationen, sogenannte NGOs, ein Projekt auf den Weg gebracht. Eine Berufsschule unter anderem für Klempner. Das Besondere: Es richtet sich an Männer und Frauen. Also es steht allen offen, die Ausbildungsbedarf haben. Also während hier die große Zahl von Irakern seinerzeit im Land waren, haben wir uns auch den Irakern geöffnet. نعم حاليا اللي هو مفتوح المجال واحنا بندرب سوريين بالإضافة للأردنيين. Jetzt sind es natürlich vor allen Dingen Syrer, die wir neben den Jordaniern ausbilden. Die Herkunft ist hier irrelevant. Bis zu 40% sind Syrer. 2015 gab es 6 Kurse. Die Hälfte der Teilnehmer waren weiblich. Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt. Neben bayerischen Ausbildern gibt es auch Unterrichtsmaterial und Werkbänke.
Also im Moment sind wir sehr erfolgreich. Das zeigt, wir haben eine Warteliste von ungefähr 100 Frauen, die gerne den nächsten Kurs machen würden. Und das zeigt eigentlich, wie erfolgreich das Projekt ist und wie hoch die Nachfrage nach dem Ganzen ist. Das Klempnerhandwerk erlernen ist nicht nur für die jordanische Wasserversorgung sinnvoll. Es bricht auch die traditionellen Geschlechterrollen auf. Auf die Frage, warum diese junge Frau eine Ausbildung absolviert, antwortet sie rasch: Self-confidence. Selbstständigkeit, weil ich keine Zeit verlieren möchte, auf Hilfe zu warten. So kann ich es eben alleine erledigen. Esra arbeitet seit der Abschlussprüfung als Klempnerin in einer Kooperation. Diese Zusammenschlüsse von jungen Klempnerinnen verbreitet sich immer schneller in Jordanien. Vielleicht kann ja so der enorme Wasserverlust bald gestoppt werden. So, da ist bayerisches Geld dringend notwendig, an der richtigen Stelle anzusetzen. Ist nicht so einfach Ihre Aufgabe. Welche sind denn die Punkte, die Sie, Horst Seehofer, weiterhin dann als Maßnahmenpaket vorschlagen werden? Also wichtig, wie schon gesagt, eine Begrenzung der Länder, die wir unterstützen werden. Ein Aufstocken der Mittel, die ich bekomme. Schwierig, aber es ist notwendig. Und die Mittel müssen zum Dritten dann auch so eingesetzt werden, dass sie zu den Ländern passen. Und das Vierte ist, dass wir eine höchstmögliche Effizienz haben. Und dazu brauchen wir die passenden Partner. Die werden wir auswählen. Es ist aufgefallen, dass Sie sehr viele kirchliche Träger besucht haben. Caritas, da gibt es sogar bei den Jesuiten eine Online-Universität für Flüchtlinge. Oder das Franziskanerkloster auf Berg Nebo. Sind das die möglichen Träger, damit das Geld auch in verlässliche, bekannte Hände gerät? Also im Moment sind es Träger, mit denen wir zusammenarbeiten. Und jetzt werden wir ermitteln, welche Länder ideal sind dafür, dass wir Unterstützung leisten und dass wir damit eben auch erreichen, dass die Flüchtlinge in diesen Ländern bleiben können. Und dementsprechend werden dann auch die Organisationen ausgewählt, mit denen wir zusammenarbeiten. Für mich war wichtig zu sehen, dass die Gelder, die wir bisher eingesetzt haben, sehr gut eingesetzt sind. Ist denn Bayern das einzige Land oder die einzige Region in Europa, die Flüchtlingsursachen bekämpft? Nein. Natürlich arbeiten wir sehr eng zusammen, vor allen Dingen mit unserem Bundesminister, mit Gerd Müller, teilweise Hand in Hand. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir abgestimmt miteinander arbeiten, weil wir ja den größtmöglichen Effekt erzielen wollen. Gelder müssen gut eingesetzt werden. Anders gefragt, beteiligt sich ein Land wie England oder wie Großbritannien an Ursachenbekämpfung? Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was Großbritannien im Hinblick auf Fluchtursachenbekämpfung macht. Ich weiß nur, dass wir uns aus Deutschland sehr intensiv darum kümmern. Und ich bin der Überzeugung, dass wir damit auch ein Vorbild für andere Länder sein können. Jetzt sind Sie übermorgen schon wieder auf dem Weg nach Italien. Ja. Worum wird es da gehen? Da wird es darum gehen, inwieweit Grenzkontrollen am Brenner notwendig werden. Vor allen Dingen auch, was Italien im Moment mit den Flüchtlingen tut, die aus Afrika in Land ankommen. Wir gehen auf den Sommer zu, das Meer wird ruhiger. Es kommen mehr Boote jetzt wieder aus Libyen, aus Ägypten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns da auch miteinander absprechen. Und wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass die Menschen, die keine Bleibeperspektive für Europa haben, dass wir für die auch die Möglichkeit haben, sie wieder in die Länder zurückzubringen, aus denen sie gekommen sind. Vielleicht noch ein Satz zum Abschluss zu Ihrer eigenen Partei. Horst Seehofer hat schon ganz laut jetzt verkündet, oder so halblaut, das macht es ja wichtiger, dass er einen eigenen Wahlkampf machen werden wird, möglicherweise gegen die CSU oder alternativ zur CDU. Ich glaube nicht gegen die CSU, aber mit unseren Gedanken. Und diese Option müssen wir uns offen halten, nachdem wir gesehen haben, dass gerade im Bereich der Flüchtlingspolitik in einem wesentlichen Punkt ein deutlicher Meinungsunterschied zwischen der CDU und der CSU war, nämlich als es darum ging, Obergrenzen zu definieren. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten Sie jetzt eine noch viel schwerere Aufgabe mutmaßlich. Wenn wir noch mehr Flüchtlinge jetzt im Land hätten, wäre natürlich für uns alle die Arbeit noch sehr viel schwerer. Aber wir müssen immer wieder sagen, die Tatsache, dass jetzt so wenig Flüchtlinge kommen, die haben wir letztlich unseren Nachbarn zu verdanken, die gesagt haben, wir müssen unsere nationalen Grenzen jetzt schließen bzw. entsprechende Grenzkontrollen machen. Das war Frau Dr. Beate Merk,
Wir wissen das sehr zu schätzen, dass Sie direkt nach der Landung zu uns gekommen sind. Quasi aktueller geht's nicht. Eine öffentliche Pressekonferenz sozusagen, ganz Bayern hat sie gehört. Ich bedanke mich fürs Dasein. Mir ist es wichtig, dass wir deutlich machen können, wir handeln humanitär, aber wir können natürlich nicht alle Flüchtlinge bei uns aufnehmen und wir können leider Gottes auch nicht alle Probleme der Welt lösen. Aber humanitäres Handeln ist für uns ein oberstes Gebot. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich gehe wieder zurück. Ja, vielen Dank, Uwe Brückner. Vielen Dank natürlich auch an dieser Stelle nochmal an die Ministerin Beate Merk. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da. Sie sollten auf jeden Fall reinschauen, denn es wird wahnsinnig sportlich und ziemlich sexy. Bis gleich. Endlich ist es soweit. Das mediterrane Lebensgefühl hält auch bei uns Einzug. Genau wie die südländische Küche bei uns immer beliebter wird. Am Wochenmarkt gibt es für Freunde dieser Kost die passenden und frischen Zutaten. Beim AOK-Kurs verweist die AOK-Ernährungsberaterin zunächst auf die Vorzüge dieser Kochart. Die klassisch mediterrane Küche, muss man wirklich sagen, die traditionelle, die unterscheidet sich so ein bisschen von unserer Küche, dass sie pflanzlich orientiert ist, also einfach mehr pflanzliche Lebensmittel auch mit dabei hat. Da geht es um Gemüse, da geht es um Obst, da geht es um die ganzen Kräuter, da geht es um Knoblauch. Bei der mediterranen Küche herausragend ist schon auch einfach der Fisch. Und wenn dann auch Fleisch auf den Tisch kommt, dann reden wir jetzt wirklich eher über die Geflügelsachen. Also da geht es um Pute und um Hühnchen. Unter der Leitung von Anneliese Wagner geht es dann für die Teilnehmer an die Töpfe. In verschiedenen Gruppen werden 5 mediterrane Gerichte zubereitet. Also die mediterrane Küche ist deswegen natürlich auch eine Küche, die jetzt wir auf den AOK natürlich versuchen, auch immer mehr auch in die Köpfe reinzubringen, was sich herausgestellt hat, dass wer sich mediterran ernährt, ein geringeres Risiko hat, einen Herzinfarkt zu kriegen. Also das ist natürlich schon eine Sache, die man versucht, so ein bisschen mehr zum forcieren, dass durch so eine leichte Lebensstiländerung kann man dann doch so positive Dinge irgendwo erreichen. Und dass Gesundes auch richtig lecker sein kann, darüber waren sich die Teilnehmer einig. Also ich finde es ganz toll. Sehr informativ und ja, was wir gekocht haben, hat alles geschmeckt. So dieses immer Fleisch zu essen, muss nicht sein. Also dass es halt einfach Alternativen dazu gibt. An dem Kurs Mediterrane Küche der AOK Bayern kann jeder teilnehmen. Für Versicherte der Gesundheitskasse ist er natürlich kostenfrei. Die Entwicklung der DM-Drogeriemärkte in Deutschland und Europa verläuft weiter positiv, sowohl aus Kunden-, Mitarbeiter- als auch Geschäftsführungssicht. Dies zeigten die auf der Halbjahres-Pressekonferenz in Karlsruhe vorgestellten Zahlen. 42 neue Märkte wurden in Deutschland in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2015-2016 eröffnet. Ein Expansionskurs, der sich auch in den Umsatzzahlen widerspiegelt. Wenn man dann sieht, dass 280 Millionen Mal im ersten Halbjahr in einem DM-Drogeriemarkt von einem Kunden eingekauft worden ist, das ist schon eine gewaltige Größenordnung. Und natürlich freuen wir uns auch über unser Wachstum von 6,5% in Deutschland. Und das zeigt, dass die Kunden zufrieden sind mit DM. An dieser Zufriedenheit, den Service, Preis und das Sortiment betreffend, werde laut Erich Harsch hart gearbeitet. Ein wichtiger Faktor dabei seien vor allem die DM-Mitarbeiter. Denn nur wer gut ausgebildet sei und sich in seinem Arbeitsumfeld wertgeschätzt fühle, könne dies auch an die Kunden weitergeben. Und das zeichne sich doppelt aus. Ja, wir sind von den Kunden zum beliebtesten Drogeriemarkt gewählt worden und das ist natürlich eine große Auszeichnung. Und genauso, wenn nicht fast noch mehr, hat mich gefreut, dass bei der größten deutschen Mitarbeiterbefragung die Kolleginnen und Kollegen von DM geäußert haben, bei DM fühlen sie sich wohl und wir waren der beliebteste und beste Arbeitgeber branchenübergreifend in Deutschland. Und das ist schon eine besondere Auszeichnung, auf die wir auch stolz sind. Auch in puncto soziales Engagement sei es als Unternehmen wichtig, gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen, so der DM-Chef. Das aktuelle Projekt Helferherzen, bei dem ehrenamtlich aktive Menschen vorgeschlagen und ausgezeichnet werden, sei ein kleiner, aber von vielen wahrgenommener Weg dahin.
Also wir haben eine gewaltige Zahl von Einreichungen bei unserem Helferherzen, der M-Preis für Engagement, nämlich nahezu 10.000, und das ist eine wirklich stolze Zahl. Wir freuen uns darüber, dass wir jetzt mit 127 regionalen Jurys in ganz Deutschland dann 1.000 Preisträger küren dürfen, und dann wird es auch noch 13 nationale Preisträger geben, die wir dann am Bürgerfest vom Bundespräsidenten Joachim Gauck im September dann der Öffentlichkeit präsentieren werden, weil Herr Gauck sich ja seit vielen Jahren für das Ehrenamt sehr engagiert und wir uns eben auch. An der Anzahl der Bewerbungen zeige sich die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland. Und das sei neben den Geschäfts- und Beliebtheitswerten eine sehr erfreuliche Entwicklung. Digitalisierung, demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Themen, die die Arbeitswelten der Zukunft deutlich beeinflussen. Schon heute müssen sich Unternehmer, aber auch Mitarbeiter darauf einstellen, um auf Dauer erfolgreich zu bleiben. Der Arbeitgeber auf der einen Seite, er muss sich hübsch machen, Firmenmarkt, er muss sich attraktiv machen, er muss sich die Frage stellen, wie schaffe ich es, Fachkräfte zu binden und zu halten. Auf der anderen Seite muss aber auch der Arbeitnehmer entsprechende Flexibilität an den Tag legen. Und dafür gibt es entsprechende Instrumente, die es beiden Seiten ermöglichen, auf diesen Fokus, auf diese Herausforderung der Veränderung der Arbeitswelt zu reagieren. Eines dieser Instrumente sind Zeitwertkonten. Mitarbeiter können Wertguthaben aus Überstunden oder Urlaubstagen aufbauen, zum Beispiel für Erziehungspausen, Sabbaticals oder einen früheren Renteneintritt, und bleiben dabei flexibel. Es ist keine Verpflichtung, monatlich oder jährlich was einzubringen. Der Arbeitnehmer bringt dann etwas ein, wenn er Überstunden hat. Er bringt dann etwas ein, wenn er Urlaubstage eventuell nicht genommen hat. Nur dann kann er etwas einbringen, er muss es aber nicht. Und somit ist er so flexibel, dass er auch seine individuelle Lebensplanung danach ausrichten kann. Mehr dazu am 2. Juni auf der Unternehmerkonferenz in Nürnberg. Jetzt anmelden. Unternehmerkonferenz.de. Zurück bei TV Bayern Live. Ich habe es Ihnen versprochen, es wird sexy, es wird sportlich. Vergessen Sie bitte alles, was Sie bislang über Seilhüpfen oder Seilspringen wussten. Ich dachte, ich kann es gut bis sehr gut. Das, was ich kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Mädels hier können und was sie Ihnen gleich zeigen werden. Die Dynamic Jumpers seid ihr. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid weit angereist vom Bodensee, alle gemeinsam in einem VW-Bus, in einem großen. Finde ich großartig. Lara, erklär uns doch mal oder unseren Zuschauern, was ihr genau macht. Ihr macht nämlich nicht nur Seilhüpfen oder Seilspringen, sondern es ist eine ganz spezielle Sportart. Ja, also es ist auf jeden Fall eine moderne Art von Seilspringen, weil wir das natürlich auch auf Musik machen und nicht einfach nur mit einem Seil springen, sondern es gibt auch verschiedene Seile oder mal mit zwei Seilen oder mal ein ganz langes Seil, und dann kann man das natürlich auch mit Tanz und mit Akrobatik verbinden, und das ergibt dann dieses Seil. Und es hat auch einen ganz speziellen Namen, dieses sportliche Seilspringen? Ja, das heißt Rope Skipping. Rope Skipping. Rope Skipping. Wann hast du angefangen mit Rope Skipping? Ich habe mit 5 Jahren bereits angefangen mit Rope Skipping. Mit 5 Jahren? Wie kommt man dazu? Also bist du einfach Seil gehüpft und hat jemand gesagt, Mensch, du kannst aber toll Seil hüpfen? Nein, ganz so was nicht. Wir waren früher halt in der Grundschule auf dem Pausenhof beim Seilspringen, wie das bestimmt jeder kennt. Aha. Und dann war es eben in Hergensweiler so, dass eben unsere Trainerin, das ist die Mama von der Lara, okay, die hat die Sportart bei uns eingeführt und wollte eben was Neues ausprobieren. Das gab es eben dann eigentlich nur in unserem Dorf. Und so bin ich dann dazu gekommen. Ich möchte gleich weiter mit euch reden, muss aber ganz kurz unseren Zuschauern verraten, dass die jungen Damen auch bei einem Filmwettbewerb gewonnen haben. Und das Ergebnis schauen wir uns mal kurz an.
but effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Mehr gibt es gleich live hier bei uns im Studio. Pimp Your Sport hieß der Filmwettbewerb, den ihr gewonnen habt. Wer hat den Film, sieht nach sehr viel Spaß aus, den ihr hattet. Wer hat den Film geschnitten oder wo habt ihr die Aufnahmen gemacht? Also wir selber haben natürlich immer die Kamera dabei und filmen es dann, wenn wir irgendwas in der Freizeit machen oder auch beim Training sehr oft, wenn wir auch versuchen, uns zu verbessern, dadurch, dass wir es aufnehmen. Und eine, die jetzt leider hier nicht da ist, hat das dann zusammengeschnitten, auch mit Annika. Okay. Also Annika. Ja, ja. Und dadurch ist es dann halt zustande gekommen, dass wir uns dann beworben haben. Wie anstrengend ist das, was ihr macht? Ja, also es ist schon sehr anstrengend. Also wir trainieren zweimal die Woche und das ist schon hart. Wie lange trainiert ihr? 2 Stunden. Wow. Und es kommt halt darauf an, wenn wir jetzt viel Auftritte haben, dann üben wir schon sehr oft, ja. Also ihr habt quasi ganz viele Show-Auftritte oder macht ihr auch Wettkampf, oder? Also bei uns ist es so, es gibt zwar auch Wettkämpfe im Ropeskipping, aber wir haben uns dagegen entschieden. Also wir sind eine reine Showgruppe. Warum habt ihr euch gegen Wettkampf entschieden? Also das ist so, dass in Deutschland jetzt insgesamt ist es nicht so gut vertreten. Das heißt, man muss halt ziemlich weit fahren, wenn man auf einen Wettkampf gehen möchte. Und wir haben es halt bevorzugt, dass wir Shows machen. Und 2 Dinge sind dann halt 1 zu viel und wir haben uns jetzt vollkommen darauf konzentriert. Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid ja unterschiedliche Altersklassen. Das heißt, die einen sind noch in der Schule, die anderen studieren vielleicht gerade. Wie funktioniert das mit dem Training 2-mal die Woche? Also stelle ich mir vor, dass der eine dann nicht da ist und dann der andere nicht da. Dann macht ihr eine Choreo. Wie läuft das? Ja, also es ist so, man muss sich jetzt schon die Zeit dazu nehmen, auch während der Schule. Und jetzt mit dem Studium, jetzt sind leider auch 2 schon gegangen, weil sie zum Studieren sind und dann reicht es mit der Zeit nicht mehr ganz. Aber jetzt versucht halt jeder von uns, es mit Schule, Arbeiten irgendwie auf den Hut, unter den Hut zu bekommen, 2-mal die Woche 2 Stunden da zu sein und das klappt auch eigentlich ganz gut. Gibt es denn Nachwuchs bei euch? Also gibt es auch schon, ich meine, du hast mit 5 angefangen, ihr wahrscheinlich auch alle dann in dem Alter. Wo sind die 5-Jährigen, die wir in 10 Jahren da mal sehen? Also es gibt natürlich Nachwuchs, auch ziemlich viel. Ich glaube, wir haben so circa um die 60 Nachwuchsspringer im Alter von 6 bis 15 Jahren. Und ja, man muss natürlich ganz klein anfangen. Und ja, mal schauen, wie weit sie dann kommen. Trainiert ihr auch schon? Ja. Trainiert da jemand? Ah, alle? Seid ihr alle schon? Trainer. Nicht ganz alle, aber sind auch Jungs dabei oder ist das eine reine Mädchensache? Nein, es sind auch Jungs dabei und da sind wir auch sehr stolz drauf und freuen uns natürlich. Cool, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich habe es den Zuschauern versprochen, die wollen euch natürlich tanzen sehen. Also ich würde sagen, legt die Mikrofone einfach hin und geht auf Position. Über 4 Minuten, also ich finde es, ich habe vorhin die Proben gesehen, ich bin total beeindruckt. Achten Sie mal auf die Musik auch. Falls Sie sich wundern bei dem ein oder anderen Lied, falls es zu langsam ist oder zu schnell, haben die Mädels natürlich ganz schlau gemacht, haben sich einfach den Beat schneller oder langsamer gedreht, so wie es halt für sie passt. Also viel Spaß wünsche ich Ihnen jetzt mit den Dynamic Jumpers. Bis gleich. Feel this moment.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Also ich finde es unglaublich, Wahnsinn, was sie machen. Ich bin jetzt im Dunkeln, aber ganz egal, ich stelle mich wieder ins Licht. Ich finde es super. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Schauen Sie sich noch ein bisschen an, was die Mädels machen. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal und genießen Sie das Wetter an diesem Wochenende. Wetter wird Ihnen präsentiert vom Festival 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot. Feiern Sie mit uns in München vom 22. bis 24. Juli. Fast schon frühsommerlich präsentiert sich dieses Muttertagswochenende. Nun folgt erst einmal eine sternenklare Nacht und bis morgen früh sinken die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad in einigen Muldenlagen des Bayerischen Waldes. Und der Alpentäler wird es noch ein bisschen kälter. Der Muttertag präsentiert sich dann strahlend sonnig. In Franken haben wir wolkenlosen Himmel. Später gibt es dann von Hochfranken über die Haßberge bis zur Rhön ein paar ganz harmlose Quellwolken. 20, 21 Grad werden es rund um Hof, 24, 25 Grad am Untermain. Und der Ostwind, der frischt im Laufe des Tages wieder böig auf mit Stärke 3 bis 4 im Mittel. Auch in der Oberpfalz und in Niederbayern ist und bleibt es strahlend sonnig, oft wolkenlos. Die Höchstwerte erreichen dazu 21 bis 25 Grad. Geschützt in der Sonne, ohne Wind, fühlt sich das Ganze sogar richtig hochsommerlich an. Aber der Wind ist das Thema. Der Böhmische kommt weiterhin recht flott daher aus östlichen Richtungen, der Stärke 3 bis 4 im Mittel.
Und auch im Süden, in Schwaben, Allgäu und Oberbayern, haben wir strahlenden Sonnenschein. Im Alpenvorland ist und bleibt es wolkenlos. Über den Alpen selber, von den Allgäuer Alpen übers Karwendel bis zum Steinernen Meer, bilden sich Quellwolken. Und aus diesen entwickeln sich gegen Abend ganz vereinzelte Schauer- oder Wärmegewitter. Auch hier werden es 22 bis 25 Grad. 25 Grad beispielsweise im südlichen Inntal. Die 18 Grad hier stehen fürs Sudelfeld, also für höhere Lagen. Es ist auch hier ein warmer Tag. Der Ostwind ist in den Alpentälern nur ganz schwach, kommt aus nordöstlichen Richtungen dann hier, zum Beispiel Kempten im Alpenvorland und Richtung Donau, ist der Wind aber weiterhin unangenehm. Er sorgt jedoch dafür, dass der Himmel so klar bleibt und die Luft trocken. Schauen wir auf die Aussichten. Da geht es in den kommenden Tagen weiterhin warm zur Sache. Am Montag haben wir viel Sonne, gegen Abend im Süden leichte Schauer- und Gewitterrisiko. Am Dienstag und Mittwoch wird es dann eher schwül, warm und gewittrig. Aber die Sonne überwiegt doch im Großen und Ganzen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Festival 500 Jahre Bayerisches Reinheitsgebot. Feiern Sie mit uns in München vom 22. bis 24. Juli.